So, und da sind wir auch wieder zurück. Wir haben uns alle ein bisschen gestärkt jetzt hier. Jetzt sind wir ein bisschen gut gefressen. Ja, ich würde sagen, ja, wir machen die nächsten Quests. Links oder rechts, da oben gibt es Eingänge. Ja. So, hier links. Ja. Gucken, was wir hier Schönes haben. Schwupps, schwupps. Oh ne, erst hier. Nee, nee. Oh, total durcheinander hier alles. So, am Gespräch beteiligen. Los geht's. Ich bin sicher, es würde funktionieren, wenn wir nur genügend Leute hätten, aber das haben wir nicht. Echt? Wir sind einfach in der Unterzahl. Es macht nicht allein die Masse. Grün. Wir brauchen nicht mehr Leute, Grün, sondern die richtigen. Melde mich zum Dienst. Tut mir leid, wenn ich störe. Wenn etwas ordentlich gemacht werden soll, bin ich die Richtige dafür. Oh. Ich bin froh, dass Bardo und Strom euch gefunden haben, Captain. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich bin Gouverneurin Saresh. Ja, bitte, bitteschön. Unser Ziel auf Taris ist klar. Wir bauen alles auf, was die Sith zerstört haben, und erinnern die Galaxis daran, dass die Republik niemals aufgibt. Ja. Aber die Ressourcen sind knapp und wir müssen uns einigen schweren Herausforderungen stellen. Toxische Chemieabfälle, plündernde Piraten und die Kreaturen der Wildnis. Großbrüstige grüne Frauen. Jeder Biss kann euch in ein böses Monster wie sie verwandeln. Da draußen sind Tausende. Vielleicht sogar Millionen. Oh. Noch besser. Sind wir gleich Level 60. Wie tötet man sie? Ein paar dumme Viecher halten die ganze Republik auf? Diese Kreaturen sind alles andere als... Boah, irgendwie hörst du dich gerade voll heiser an, deine Tüsse. Die Raggule benutzen Tunnel in den Ruinen, um unsere Soldaten aus dem Hinterhalt anzugreifen. Ja, gerade einen richtig fetten Joint geraucht. Jedes Arbeiterteam, das wir losgeschickt hatten, wurde dezimiert. Wir sind hergekommen, um das größte Wiederaufbauprojekt in der Geschichte der Republik erfolgreich abzuschließen. Doch jetzt verstecken sich die Arbeiter in diesem Außenposten wie ängstliche Kinder. Aber nicht mehr lange. Flirten wie inspiriert. Ihr habt euren Posten nicht zu Unrecht bekommen, Gouverneurin. Ich tue nur meinen Teil. Wir müssen die Rackmule dezimieren. Ich muss immer höflich sein zu Frauen, vielleicht kriege ich noch eine zweite. Einen selbstmörderischen Plan. Einen kühnen Plan, um die Tunnel einstürzen zu lassen, die Rackmule für Hinterhalte gegen unsere Leute nutzen. Ich weiß, dass ihr das schaffen könnt. Alte Lüftungsschächte verbinden immer noch einige Knotenpunkte des Tunnelnetzwerks mit der Oberfläche. Wenn ihr genügend Sprengladungen hineinwerft, bringen sie den ganzen Komplex zum Einsturz. Ja, kein Problem. Ein simpler Sprengeinsatz. So gut wie erledigt. Simpel bis auf die Horden hungriger Monster, die euch da draußen fressen wollen. Oh. Ihr alle seid bekannt dafür, außergewöhnliche Probleme lösen zu können. Richtig, ja. Werdet eurem Ruf gerecht. Helft uns dabei, Taris zur Zukunft der Republik zu machen. Genau. Ja, das wird auch so langsam Zeit, dass du fertig bist mit quasi alte Schreckschraube. Ja, weiter geht's. Aufmauen. Und links. Ich muss da erstmal im Postkasten, da muss ich ran. So. Ja, es läuft doch alles super. Jetzt geht's auch wieder eine ganze Ecke schneller voran. Oder. So, was haben wir jetzt hier? Okay, da kriegen wir 290 Quidditz löschen. Ja. Weiter geht's. Kommen wir rein. Und hüpf. Da lang. Nein. Ich wollte gerade sagen, von da so lang kommen. Ah, du kleines Arschloch, wolltest du was aufs Maul? Sieh an, sieh an. General Garza beehrt uns mit ihren Tapfersten. Steht bequem. Ich bin Colonel Guff und das sind meine ranghöchsten Offiziere. Eure Kommandantin hat mich angewiesen, alles zu tun, was notwendig ist, um eure Mission zu unterstützen. Natürlich hat sie mich nicht wissen lassen, was eure Mission ist. Ja. Würdet ihr mich aufklären? Ich führe das, kann ich nicht, Colin. Ich jage Verräter, ich weiß nicht, was ihr meint. Ich kann nicht über Einzelheiten reden. Genau. Typisch. Vergesst die Rekonstruktion von Taris. Ich muss alles umschichten, um bei einer unsinnigen, streng geheimen Mission zu... Ja, auch um, nur. Wonach auch immer euch Garza suchen lässt, ihr werdet es auf Taris nicht finden. Seit ich das Kommando habe, ist nichts Außergewöhnliches passiert. Spähtrupps 3, 5 und 8. Alle verschwunden. Alle da ist da noch einer.
Oh, die ist doch besser. Hallo. Ich habe nicht mit euch gesprochen. Ich habe mit dem Lieutenant gemäß den Anweisungen von General Garza gesprochen. Gebt ihr mir den Befehl, gegen Vorschrift 73b zu verstoßen und somit die Direktive des Generals zu missachten? Oh, die kennt sie mit Paragraphen aus. Dann kennt die sich auch aus mit Einführung. Hören Sie ihr zu. Streit nicht mit mir. Sprich, Graf. Wenn der Sergeant Informationen besitzt, möchte ich sie haben. Die Angelegenheit wurde vor Tagen geklärt. Taris ist gefährlich. Weil halt die Fresse regelt hier. Es ist bedauerlich, aber nicht ungewöhnlich. Egal, was Sergeant Dawn sagt. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss einen Planeten führen. Fahrt mit eurer geheimen Mission fort, aber haltet euch aus den wichtigen Angelegenheiten hier raus. Ja, du hast nicht mal eine Beule in der Hose, also hau ab. Colonel, Lieutenant. Nicht jeder ist zum Anführer geeignet. Das könnt ihr laut sagen. Colonel Garth missachtet einen direkten Befehl. Ich kann euch versichern, dass dies nicht das erste Mal ist. Ich bin Sergeant Ilara Dawn, Kommandantin des Such- und Rettungskommandos 204. Drei ganze Trupps werden vermisst. Ah, die hat aber große Hupen. Ja, so dass man die Dame nicht erschlägt. Was wissen wir, suche und rette ich euch? Ich bin nicht hier, um vermisste Spähtrupps zu finden, Dawn. Verstanden, Lieutenant, aber das Schicksal dieser Männer könnte etwas mit eurer Mission zu tun haben. Verluste unter in Sümpfen operierenden Spähtrupps sind normal. Rakgul-Angriffe sind für den Großteil verantwortlich, etwa 87%. Wir haben in diesen Fällen aber keine Spuren solcher Angriffe finden können. Jemand anderes hat diese Trupps angegriffen. Wenn ihr nach ungewöhnlichen Aktivitäten sucht, dann habt ihr sie gefunden, Lieutenant. Danke. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Sergeant. Mein offizieller Bericht über die vermissten Truppen enthält auch ihre letzten bekannten Koordinaten. Ich lade sie auf euer Datenbank. Also Leute, so leid es mir tut, ja, aber die Frauen reden in dem Spiel einfach zu viel. Bereiche. Alle Rüstungskameras senden direkt an das SR-Kommando. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Na gut. Klingt nach einem Plan, Sergeant. Viel Glück, Lieutenant. Ja, endlich. Das war interessant. Ich hatte Ausbilder, die lockerer drauf waren als diese Frau. Ganz zu schweigen von ihrem Ton. Die Einheimischen können ihre Angelegenheiten regeln, wie sie wollen. Wir haben eine Mission, um die wir uns kümmern müssen. Ihr seid der Boss. Ich folge euch, Lieutenant. Das wird auch Zeit, dass du die Schnauze hältst. Oh, ich krieg mein erstes Abzeichen. Perfekt. So, raus hier. Und nur noch einen halben Strich, dann haben wir Level up. So, wo müssen wir hin? Überall aus! Jetzt können wir mal weit fahren. So, eigentlich geht's ja, los mit... Zum Glück fahren wir. Genau. Und eigentlich geht's los mit... wieder den Leuten was aufs, die's Fressbrett hauen. Ja, braucht ihr Informationen über das Spiel oder irgendwas anderes, könnt ihr uns auch gerne anschreiben auf Facebook oder halt, wie heißt es, unter den Videos, wenn ihr bei Star Wars Hilfe braucht oder irgendwelche anderen Sachen. Wir helfen euch gerne. Also es sollte nicht das Problem sein. Genau. Wir müssen schon mal rechts runter. Ja, dann gehen wir halt. Deine Quest? Das ist mir eigentlich egal, wir können alles einfach machen, Andi. So wie immer, einfach... Action! Oh, Gegner. Irgendwie habe ich das Gefühl... Oh, pögern die uns. Irgendwie hast du das Gefühl... dass hier eine Bonus-Quest wird. Schauen wir doch mal. Ziel neutralisiert. Ja. Was ein Zufall, ne? Guck mal, hier liegt schon immer was. Eine Tagesauszeichnung. Juhu. Boom! So. Jetzt kommen wir weiter zur Quest. Zurück. Suche nach drei Saftpacken oder so. Scheiße. Hier muss irgendwie was liegen, ne? Ja. Ah. Was ist passiert? Keine Ahnung.
Ah, hier. Okay, Video. Das sind Energiewandler, Lieutenant. Alte. Irgendwelche Theorien, wie sie dorthin gelangt sind? Negativ. Ich hatte gehofft, ihr könnt an die kämpft darum. Energiewandler entstammen Zündungssystemen, Maschinenteilen. Warum muss man entfernen? Jemand hat diese Wandler fallen lassen. Okay. Entweder die Patrouille oder die Angreifer. Wir brauchen mehr Informationen, um herauszufinden, wer von beiden. Ich werde unverzüglich die nächsten Koordinaten absuchen. Ich bleibe in Kontakt, Lieutenant. Dornende. Dornende. So, nächste. Boom! Oh, der hängt in der Luft. Oh. So, Quest ist hier erledigt. Ja, dann tun wir noch die 20 Rakgule. Jo. Aber wahrscheinlich kriegen wir genug auf dem Weg, Andi. Ja. Na, kannst du noch nicht fliegen, du Dussel. La 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 einen schickt er immer los, einer kämpft mit euch, das reicht vollkommen. Genau. So levelt ihr in dem Sinne schneller. Alarm, Alarm, schnelle Einschreitung, erforderlich, erforderlich. Red Hochdeutsch. Okay. Ganz deine Meinung. Ich sollte was. Ich werde mal ein wenig herumschnüffeln. Ist sicher eine Vierer-Quest oder irgend sowas gewesen. Helden plus Vierer-Quest, ja. Ja. Ausmachen. Ja, vielleicht haben wir Glück, wenn wir dahin gehen, Andi, dass da welche sind. Können natürlich sein, ja. Deswegen würde ich sagen, wir lassen es erstmal. Ja, direkt mal einen Roboter an Gott. Oh, lol. Da hinten leuchtet was. Ja, das ist unter anderem einer der Dinger, die wir einsammeln müssen. Feuer! Deine Attacke, ne? Nein, das ist nicht meine. Oder war es dann mein Roboter, der Öl verloren hat und das angefackelt wurde? Keine Ahnung. Kann natürlich auch sein. Okay. Hol die. Achso, das, hier sind die Dinger, die wir sammeln müssen für die Leute. Ja. Okay. Ich verkaufe immer noch die Mausköpfe. Richtiges Badabu. Genau. So, hier rein oder was? Gucken wir mal hier drinnen. Hier liegt doch bestimmt auch noch irgendwas. Oh, ein Plünderer. Stufe 19. Ach, der war das hier. Der das Feuer macht. Ja. Jawohl, jetzt einmal gerade meinen Talentpunkt setzen hier. Erhöht die Zielgenauigkeit nochmal um 3% mehr. Übernehmen. Ah, hier ist eine Kiste. Hast du die Kiste gefunden? Hol die Passag-Decks, die sind da drin. Okay. Ja, habe ich. Ach so, für diese Siedlung, die Leute, machen wir das. Ja, ja, genau. Alle sich gestritten haben, wer zuerst. Ja, jetzt hab ich's verstanden, alles klar. Bin ich ja doch nicht so durch den Wind, wie ich immer denke. Nö. So. Nö.
Hast du mir in den Nüsse getreten? Ja! Oh, du bist echt. So wie es sich gehört. Ja, wir müssen aber eigentlich hier lang. Oh, ein Meister! Wo? In der Haus. Wo bist du drin? Da. Hier hinein. Der hat ja aber ganz schön was auf den Arsch gehauen. Ja, oder war das so? Ja, und Daten habe ich. Musste hier das Pult ansprechen. Nur 80 und der Roman, ja, stimmt. So, weiter geht's. Jetzt haben wir noch irgendwas da vorne. Die nächste Haus. Ja, Haftbombe ist raus. Und der nächste. Jo, abgeschlossen. Das Haus können wir nicht. Noch was holen hier? Ja, hier oben. Wir müssen noch Nadu-Samen. Nadu-Samen. Ja, mal einfach hier alles absuchen, würde ich sagen. Boah. Haben wir. So. Oh. Die haben wir. Ja, hier sind ja noch die nächsten. Die Gegner haben wir down, das meine ich. So. Sagen wir, hast du jetzt die Samen gefunden, ne? Ich bin mal gespannt, wann es den nächsten Gefährten gibt. Ja. Okay, hier ist nichts. Oh, ein Boss. Down. Ja, wo sind die Nadu-Samen? Ja, hier hinten definitiv nicht. Nee. Und in jedem Haus waren wir drin. Hinter den Häusern vielleicht noch? Gucken wir doch einfach mal. Die Reise nach Holy Nardo, so ein geschätzte Besitztümer. Ah, die hier hinten, ich hab's. Ah ja, da sind sie. So, Saatbeutel. Jawohl, fertig. Aufmounten. Kann man hier überhaupt aufmounten sagen? Im WoW haben wir das ja immer gesagt, aufmounten. Aufgleiten kann man hier sagen, höchstens. Aufsetzen halt, ne? Ja. So, jetzt müssen wir hier lang, weil da scheint eine Wand zu sein, das heißt, müssen wir drumherum und außen lang. Ja, wir müssen ja nicht jeden jetzt mehr umhauen, wir sind ja eh eigentlich in einem Level fertig hier schon auf dem Planeten. Eigentlich. Wir können ja ab 20 schon... Bis die Klassen ganz fertig sind, ja. Genau. 19 kannst du schon weiter hier. Genau. Aber wir haben... Beziehungsweise Nascha da ist mit 21. Genau. Aber wir werden halt ein bisschen länger hier noch bleiben, weil wir wollen euch ja auch ein bisschen was von dieser Story hier erzählen. Genau. Und ich glaube, so groß war das hier auch gar nicht. Zumindest hatte ich das so in Erinnerung. Das ist ja auch das Schöne, was es hier einfach gibt in dem Spiel. Gibt's? Kann ich nicht. Dann wohl meine Quest zu sein. Ja, auf jeden Fall kann ich ein bisschen was erzählen, dass auf jeden Fall das Schöne bei Star Wars ist einfach, man bleibt nicht lange auf einem Planeten. Also ich glaube, der längste Planet ist wirklich an der erste, ne? Ne, der zweite. Ja. Vom... Ne. Der Eisplanet später, ne? Ja. Ist einer der längsten Planeten.
Aber sonst, eigentlich geht alles rucki die Zug, Leute. Also. Oh, dann weiter. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich Ihnen noch besser dienen könnte. Ich fange sofort mit der Aufgabe an. Ja, seh zu, dass du Materialien suchst und hör auf rumzukacken. Scheiß Roboter. Ja, Andi muss natürlich seinen Roboter unbedingt noch ausstatten. Aber durch das Erledigen der Quest bekommt man ja einiges. Ja, aber ein Roboterteil ist ja immer dieses Problem, ne? Nö, das kriegst du ja mit den Quests, die du erledigst. Okay. So, hier sollen wir rein. Ja. Und dann haben wir es auch schon. Am Gespräch beteiligen. Jawohl. Hört auf! Nein. Meine Leute sind.